Ja, das ist ein Bullen. Soll ich langfahren? Ja. Der ist so behindert. Der ist so behindert. Der ist so behindert. Einen wunderschönen guten Tag. Wie bitte? E-Starter brauchst du nicht zu probieren. Den habe ich rausgeschmissen. Also, ich muss ehrlich sagen, hat was mit dem Grün. Ne? Hier ist ein bisschen reingeschissen, aber sonst. Davor war die rot, danach war die weiß, dann war die blau, jetzt grün. Ja, jetzt hast du alle Farben durch. Also lila kommt noch. Ja, also erster Eindruck, schmeckt auf jeden Fall. Schmeckt, ja. Was hast du verbaut? 17,5 Delorto immer noch. Malossi Sport, Motorsport Sportfilter. Ist ja den schönsten Sportfilter, den du kaufen kannst, der hier. Ich finde, es gibt ja keinen schöneren Sportfilter, ne? Ja, ehrlich, den habe ich auch. Dann Malossi Multivore Overrange, Ori-Kupplung. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob Ori-Kupplung oder Top-Performance, keine Ahnung. Okay. Was sind das für Reifen? Noch habe ich noch nie gesehen, die Reifen. Winterreifen tatsächlich. Winter? Das sind Winterreifen. Guck mal vorne, der Reifen. Ich habe mich schon gewundert, was das für Reifen sind. Bremsenreiniger, zum selber mischen. Das ist geil. Das ist echt geil, ne? 2 Euro. Das fühle ich. Und das fühle ich auch. Actionöl. Das 4 Euro Actionöl, was ich im China-Bomber fahre. Oder gefahren bin. Und was Bennett in seiner Rocks fährt. Fahr ich auch. Du fährst das auch bodenlos. Was hast du für einen Zylinder drunter? Malossi Sport. 70 Kubik? Der Arme, der wird richtig geknechtet von dir. Action, Bremsenreiniger. Alter, laber doch nicht. Einmal zu Action, hast alles da. Was ist das? Papiere. Leicht geölt. Panzertape. Ja, Panzertape weiß ja wofür, ne, hier. Ja, ehrlich. Ja, du hast auch den legendären Kennzeichenhalter. Aber du hast die Level 1 Version davon. Die Platte unten habe ich schon. Aber halt nur nicht dran. Weil hier die Platte fehlt. Korrekt. Also bei Bennett ist das ein Stück, dieses gebogene und dann. Ja, noch. Ja. Weil so machst du das Kennzeichen kaputt. Das ist scheiße. Du musst auch mein altes Kennzeichen sehen. Das ist hier in der Mitte komplett durchgebrochen. Ja, so in die R, leicht gerostet. Leicht gerostet, ja. Ja, das ist. Weißt du, du bist mir direkt sympathisch, du hast auch nur eine Schraube drin. Ist auch wichtig. Das war jetzt unnötig. Ich weiß nicht, was das für ein Krampf war, die Schläuche drauf zu machen. Alter, das ist bodenlos. Ja, bei SSP ist das ganz anders. Das ist, ja, ist auch bodenlos. Ich habe die hier auf dem Feld, das war da hinten, habe ich die hier drauf gekommen mit dem Hammer. Ich krieg die nicht mehr ab. Ja. Brauche ich schon nicht mehr ab. Wo ist die? Wow, guck. Kommt jetzt runter. Sind vor einer Woche angekommen. Vor einer Woche? Ich meine jetzt Kunstleder drunter. Sehr geil. Hat jetzt Bennett auch, Noah auch. Ja? Mhm. Wir waren bei den Winterreifen stehen geblieben. Wieso hast du da Winterreifen drauf? Hat der Vorbesitzer dran gemacht. Und dann hast du die gelassen. Warum soll ich die nicht lassen? Guck mal, die sind geil. Ja, geht, ne? Also irgendwie hat er was, ja? Irgendwie hat er was. Mein Kameramann kommt runter. Falls wir mal Ersatzgriffe brauchen, dann schon. Griffe? Ey, Pro Grip. Ja, beste. Das krieg ich nicht mehr dran, das krieg ich hier. Das ist auch das Unnötigste, was es gibt. Moin Meister. Batterie ist auch für Loser. Ja, ehrlich. E-Starter ist nass, ne? Ja, ja. Ist nass geworden. Hey, guck mal da hin, guck mal den E-Starter an. Da siehst du, da ist hier einfach eine Platte dran. Frisch von Linus, guter Performance gekommen. Stabil. Von Lilo? Ja, ja. Achso, der hat die einfach geschnitten, oder was? Mhm. Der hat mir die Welle eingebaut. Lilo? Ja, wir haben ein Polrad nämlich nicht abbekommen, der hat das auch nicht abbekommen. Der hat Schweißnähte gesetzt für die Schrauben. Die sind durchgebrochen. Hat er durchgeflext, das ganze Polrad. Was? Ja, ja. Also du hast ihn zu dem geschickt und der hat das gemacht. Ja. Der hat deine Welle eingebaut. Ja, ja, weil wir waren eigentlich daran, die zu wechseln. Aber guck mal hier, warte. Hier ist ja das Polrad, ne? Da sind ja so zwei Schrauben, hat er so drauf geschweißt, ne? Ja. Und du weißt ja, Schweißen, das hält eigentlich richtig stark. Ja. Die Schweißen hat einfach abgebrochen. Digga. Und das Spezialwerkzeug von dem ist auch weggebrochen. Alter. Deswegen ist er einmal mit der Flex komplett drüber gegangen. Was hat das gekostet? Versand 15 Euro. Also hin Versand 15, zurück 15. Insgesamt habe ich, weil ich habe noch Lichtmaschinen und sowas dazu neu gekauft, 50 Euro. Das Zylinder einbauen kostet, glaube ich, 10 Euro bei dem. Das Kurbelwellen einbauen. Was? Ja, ja, der macht das für nichts. Porten. Digga, es ist so windig. Porten. Ja, bald, ich schicke meinen Zylinder zu dem, dann portet er den. Macht er auch für 10 Euro. Laber doch nicht. Ja, ja. Krank. Mission 1:50. Das Ding ist, das ist halt die Verkleidung von meiner anderen Aerox. Das ist eine originale Yamaha. Baujahr 2011.
2.11? 2.11. Was? Ja, ich sag ja. Ich dachte, ich kann mal nicht mehr tun. Dachte ich auch. Sei ehrlich, wie unnötig ist das? Hab ich geklaut. Beim Freund von mir, der wohnt da hinten. Mein Mechaniker, Nick. Der hat mit mir alles eingebaut. Ja, yalla, dann lass mal eine Runde drehen. Boah, hab ich ihn lang gezogen, Digga. Guck mal, hier ist der ganze Bremsstreifen. Ja, geht fit, ne? Geht ja, ehrlich ist ja echt gut. Laut. Kein Wunder, dass ich zwei Briefe von Nachbarn bekommen habe. Vom Ordnungsamt. Ist halt nicht abgestimmt, ne? Ja, aber die geht untenrum gut. Also. Ich hab die neu geliefert so bekommen. Neu geliefert. Bodenlos. Was ehrlich bodenlos. Aber die sind so hart. Ja, ne? Also ohne Handschuhe. Ja, boah, ich mach jetzt mal so einen dicken Drift. Tokyo Drift. Hier, wo der andere anfängt. Oh mein Gott. Oh, sieht aus. Herr Wachtmeister, ich war das nicht. Ich war das nicht. Nein, das war ich nicht. Das war. Das ist normal. Hast du ein normales Getriebe drin? Oh ja. Ich bin nicht so reich, ich kann mir kein Stage 6 Getriebe leisten. Der arme Reifen. Ich glaube hier. Ja. Hier ist es. Ist halt kein krasses Setup, ne? Ja, aber also für die Straße ist das voll in Ordnung. Ich habe mir jetzt eine neue Kupplung bestellt. Was ist die Delta-Klatsch? Sagt mir überhaupt nichts. Und eben hattest du noch Dings drauf. Den Downy. Downy. Und der ist mir weggerissen. Was hast du gemacht? Wir sind losgefahren und unten an der Aufnahme. Einfach die Aufnahme ist unten weggerissen. Ich habe extra 4-Punkt-Aufnahme bestellt. Hä? Und weggerissen. Digga, hast nicht richtig festgezogen? Eigentlich kommen wir bomben fest. Vielleicht zu fest. Ich habe die neuen bestellt. Diese Naked-Aufnahme für 100 Euro. Alter, bodenlos. Einmal abbauen. Da links. Aber das sind wirklich Bullen. Guck, ob da auch das sind Bullen. Ja, das sind Bullen. Hä? Das sind Bullen. Soll ich langfahren? Ja. Ach du Scheiße, der ist so behindert, der Typ. Der ist so behindert. 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 Oh mein Gott. Du hast Eier!